Soweit mal zum Marktumfeld und mal einen kurzen Einblick zum Thema, was sind die Herausforderungen aufgrund des Niedrigzinsumfelds. Mir geht es jetzt nochmal um sehr, sehr grundlegende Zusammenhänge, die sich hieraus ergeben, aber auch teilweise Grundlagen, die immer mal wieder gut sind, wenn man sie sich ins Gedächtnis ruft. Als erstes nochmal an das anknüpfen, was ich gerade schon mal erwähnt habe. Der Zins ist ein extrem wichtiges Element in einer Volkswirtschaft, denn er ist der Preis des Geldes. Wenn Geld, so wie in dem aktuellen Umfeld, eben nichts kostet, dann ist es ganz klar, es führt zu Fehlverteilung von Ressourcen, in diesem Fall eben Geld innerhalb einer Volkswirtschaft. Das heißt also, beispielsweise Unternehmen, die eigentlich nicht effizient genug sind, um sich in einem Markt zu halten, werden künstlich in diesem Markt am Leben gelassen. Ganz konkret kann man das auch am Beispiel festmachen. Man hat das ja auch schon häufiger mal gesehen. Es ist eben einfach so, Leute kaufen Autos, Häuser, Konsumgüter aller Art aufgrund der 0% Finanzierung bei Saturn, Mediamarkt und Co. Das ist mal vielleicht ganz plastisch der Alltag. Ja, wenn ich mir den Plasma-Bildschirm eigentlich nicht leisten könnte, dann würde ich es vielleicht lassen, aber die 0% Finanzierung macht es möglich und dadurch haben wir natürlich einfach Allokationen innerhalb eines Marktes, bei denen man sagen muss, die wären in einem Umfeld eines normal hohen Zinses oder eines Zinses, der eben nicht null ist, nicht zustande gekommen. Das, was hier als letztes steht, das habe ich vorhin schon mal angedeutet. Grundsätzlich ist es eben so, dass es immer einen Zusammenhang gibt zwischen demjenigen, der Geld verleiht, und sie verleihen übrigens auch Geld, wenn sie ihr Geld auf dem Giro- oder Tagesgeldkonto liegen haben, denn sie leihen es ja der Bank. Ja, das heißt also, derjenige, der Geld verleiht und derjenige, der das Geld sich ausleiht, also der Schuldner, stehen in einem direkten Zusammenhang. Und Sie als Gläubiger können sich immer nur den Zins als Rendite erwarten, den sich der Schuldner auch wirklich leisten kann. Das ist eben einfach der Zusammenhang zwischen Gläubiger und Schuldner. Insofern ist eine der wichtigsten Fragestellungen, die man sich immer bei der Kapitalanlage und bei Kapitalanlageentscheidungen stellen soll. Das ist eine der elementarsten Fragen und wir werden auch gleich nochmal sehen, wie sie sich dann genau in der Praxis anwendet. Man sollte sich fragen, an welchen Stellen bin ich denn eigentlich Gläubiger, bin also davon abhängig, dass es irgendeinen Schuldner gibt, der mir irgendeinen Zins an Rendite bezahlt und wenn es geht, auch in 2, 3 Jahren überhaupt noch existiert. Und an welchen Stellen bin ich denn Eigentümer? Profitiere also sozusagen von Produktivitätsfortschritt, wie beispielsweise als Anteilseigner eines Unternehmens, ganz klassischer Fall eben einfach als Inhaber von Aktien, Aktienfonds etc. Ja, das heißt also, wir werden da gleich hier auch nochmal drauf kommen, wie leite ich mir eine passende Anlagestrategie her, welche Faktoren sollte ich berücksichtigen. Eine elementare Fragestellung im Umfeld niedriger Zinsen ist eben einfach die Frage, wo bin ich Gläubiger und wo bin ich Schuldner? Denn insbesondere als Gläubiger bin ich ja nicht nur davon betroffen, wenn der Schuldner nicht mehr zahlen kann. Ich bin ja beispielsweise auch von der steigenden Inflation sehr stark betroffen. Denn ich habe eine nominale Zinsvereinbarung getroffen, in der Regel jedenfalls. Das heißt also 3% Zins meinetwegen pro Jahr. Das ist ja schon mal nicht so schlecht. So, wenn jetzt die Inflation natürlich ansteigt, dann ist die Gläubigerposition nicht besonders gut in diesem Fall. Ja, das heißt also, das ist ja auch das, was man schon seit Jahren versucht. Man versucht, die Inflation eben entsprechend zu steigern, um eine Entschuldung auf staatlicher Seite herbeizuführen, denn für den Schuldner ist natürlich Inflation immer besonders erfreulich. Wichtiger Zusammenhang, Sie kennen das mit Sicherheit von meinem Kollegen, dem Herrn Leichtweiß, es sind immer wieder die gleichen Punkte, aber ich möchte es nochmal herausgreifen, weil es eben einfach immer wieder vergessen wird oder es einem vielleicht gar nicht so bewusst ist. Man könnte ja jetzt sagen, ich habe keine Kredite vergeben, ich bin kein Gläubiger. Gut, ich habe ein bisschen Geld bei der Bank, aber das ist schon okay. Es gibt aber noch viele weitere Positionen, bei denen Sie Gläubiger sind, ohne es vielleicht bewusst zu wissen. Beispielsweise dieses Thema Lebensversicherung. Klassische kapitalbildende Lebensversicherungen sind zu 90%
zinsbasierte Anlagen, weil die Versicherer eben entsprechend Kapital an Anleihemärkten etc. allokieren und damit haben sie indirekt, weil sie sehen es vielleicht nicht, aber eine Gläubigerposition. Ganz spannend auch das Thema Versorgungswerk. Auch die Versorgungswerke, ähnlich wie die Versicherer, haben eben gewisse Anlagestatute und dazu gehört immer eine gewisse Notwendigkeit der Garantie zu stellen und natürlich die Verluste auf das Vermögen oder auf das Gesamtvolumen, das das Versorgungswerk betreut, eben einfach nicht exorbitant steigen zu lassen. Wie machen Sie das? In der Regel durch zinsbasierte Anlagen, die eben weniger, zumindest Schwankungsrisiko beinhalten. Und zu allerletzt, das ist das, was den meisten nicht so ganz klar ist, das Thema auch die gesetzliche Rente ist nichts anderes als eine Gläubigerposition. Denn es ist eine nominale Zusage der Bundesrepublik Deutschland an Sie als Gläubiger, Ihnen in einer gewissen Anzahl von Jahren monatlich eine Rente auszuzahlen. Was diese Rente dann wert ist, Stichwort Inflation, das heißt, was Sie sich davon noch kaufen können, darüber wird nicht gesprochen. Und Sie sind, jetzt mal ganz hart gesprochen, davon abhängig, dass der Schuldner, also die Bundesrepublik Deutschland, Ihnen diese Rente dann auch noch zahlen kann bzw. zahlen will. Ich möchte hier an dieser Stelle eben dieses Thema jetzt politische Diskussion bzw. Bundesrepublik Deutschland zahlungsfähig oder nicht, das ist jetzt hiermit nicht gemeint. Es geht einfach nur darum zu sagen, okay, es gibt hier eben diese Gläubigerposition, das mal zu sensibilisieren. Sollte die Bundesrepublik Deutschland nicht mehr in der Lage sein, gesetzliche Renten zu zahlen, dann haben wir sicherlich noch viel größere Probleme. Die Frage ist einfach nur, wie stark hat man es bis dahin vielleicht geschafft, diese Rente nominal zu entwerten durch Inflation oder ähnliche Faktoren, die da ja durchaus noch im Rahmen des Möglichen sind. Mal runtergebrochen auf die klassische kapitalgedeckte Lebensversicherung, habe ich es einfach mal ausgerechnet. Das hier sind einfach mal Annahmen und das ist sozusagen das neue Normal der kapitalgedeckten Lebensversicherung. Ja, das heißt also, wenn ich weiß, und das kann ich einfach nachschauen, im Jahrbuch der Versicherungswirtschaft, veröffentlicht durch den Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft, da schaue ich mir einfach mal an, wie legen die Versicherer denn das Geld an und dann wird deutlich, naja, das meiste davon, fast 90%, liegt eben in Anleihen und zinsbasierten Produkten. Ich habe da jetzt mal großzügigerweise einen Zins von 2,7% angenommen. Wir alle wissen, das ist schon sehr, sehr großzügig. Und den Rest, der verteilt sich eben so ein bisschen auf Aktien, Immobilien und sonstige Themen. Das heißt also, wir haben dort mal eine sehr, sehr optimistisch angenommene Rendite von 8%. Das Ganze einfach mit dem jeweiligen Anteil multipliziert, gibt eben einen Gesamtergebnisbeitrag vor Kosten von 3,5%. Dann hat man auch hier, war ich wieder sehr, sehr gnädig, noch Kosten und ein bisschen Steuern, je nachdem, wann man die Versicherung dann eben auflöst. Und dann stellt man fest, 2,25%, das ist auf jeden Fall schon sehr optimistisch für eine kapitalgedeckte Lebensversicherung, liegt aber eben, gerade wenn man sich die alten Verträge anschaut, auch trotzdem deutlich unter dem Garantiezins. Das heißt, was will ich hiermit sagen? Wir haben hier eine nominale Rendite von 2,25%, wenn alles gut läuft, nach Abzug von Inflation und der Tatsache, dass das alles sehr optimistisch gerechnet ist, ist offensichtlich diese zinsbasierte Anlageform nicht mehr unbedingt das Mittel der Wahl im heutigen Umfeld. Jetzt ist es eben einfach so, dass viele Deutsche diese Anlage bereits haben oder aus der Historie heraus, das eben einfach so ein Lieblingsprodukt ist. Und da habe ich einfach mal sozusagen als ersten Takeaway des heutigen Abends, das aktuelle Marktumfeld verlangt nach einer Neuausrichtung des finanziellen Gedächtnisses, so habe ich es mal genannt. Ja, denn ich höre ganz oft, naja, meine Eltern, meine Großeltern haben das aber auch so gemacht. Mein Papa hat mir damals meine kapitalgedeckte Lebensversicherung abgeschlossen, weil die haben das eben auch so gemacht. Da muss man sagen, ja, das ist auch richtig. Das war zu der Zeit, als eben Eltern, Großeltern Vermögensaufbau betrieben haben, auch ein gutes Mittel, ist es aber heute eben nicht mehr.
Ja, das heißt nicht, dass man jetzt sofort hingehen soll, soll alle Lebensversicherungen kündigen. Das werde ich auch an dieser Stelle immer gefragt. Nein, das bedeutet es nicht. Ich werde gleich darauf kommen, wie man eben, wenn eine kapitalgedeckte Lebensversicherung schon vorhanden ist, diese sehr wohl auch aktiv in die Anlagestrategie einbauen kann. Mir geht es einfach an dieser Stelle nur darum, zu sensibilisieren. Es ist nicht mehr das Mittel der Wahl und das gilt nicht nur für kapitalgedeckte Lebensversicherungen, sondern für alle zinsbasierten Anlageformen mit einem so hohen Anteil an Geldwerten. Ganz kurz zur Erinnerung, das will ich ganz, ganz kurz halten, denn da erzähle ich Ihnen als Profis ja nichts Neues. Es gibt grundsätzlich drei Faktoren, die bei jeder Geldanlage immer mitschwingen. Das ist das Thema Sicherheit, Liquidität und Rentabilität, also Rendite. Diese drei Faktoren schließen sich für gewöhnlich aus. Ja, das heißt also, wenn ich ein großes Maß an Sicherheit und ein großes Maß an Liquidität haben möchte, das wäre dann in Person das Tagesgeld oder das Girokonto, dann kann ich, das wissen wir alle, die Rentabilität quasi vergessen. Rendite, Zins gibt es da eben nicht. Ja, wenn ich bereit bin, ein bisschen was an Sicherheit aufzugeben und mich aus dem Girokontobereich herauszubewegen, vielleicht sogar ein ganzes Stück herauszubewegen und mein Geld am Aktienmarkt investiere, dann habe ich eine hohe Liquidität und ich habe auch eine gesteigerte Rentabilität. Wenn ich dann noch bereit bin, mein Geld eventuell für einen gewissen Zeitraum komplett wegzugeben, weil ich sage, ich beteilige mich wirklich unternehmerisch und ich kann an dieses Geld nicht mehr ran, dann gebe ich ein deutliches Stück an Sicherheit auf, ein deutliches Stück an Liquidität. Aber das wissen wir alle, die großen Vermögen werden eben nun mal mit Unternehmertum gemacht. Insofern ist dann die zu erwartende Rendite, zumindest statistisch gesehen, eben am höchsten. Das heißt also, diese drei Faktoren, das möchte ich einfach an dieser Stelle nochmal in Erinnerung rufen, weil es doch manchmal in Vergessenheit gerät, die schwingen immer mit und ich kann sie nie miteinander kombinieren. Das heißt, die Frage ist, welche Korrektivgrößen brauche ich denn, um mich dafür zu entscheiden, auf welchen dieser drei Punkte ich den Fokus lege? Das ist ziemlich einfach. Das ist mein Anlagehorizont, das ist meine Risikobereitschaft und das ist die Zielsetzung, die ich mit der ganzen Sache verfolge. Wenn ich weiß, dass ich das Geld in 3 Monaten brauche, weil ich mir davon ein Auto kaufen muss, dann muss ich eben auf Rendite und auf Rendite verzichten, dann gehört das Geld aufs Tagesgeldkonto, weil ganz klar ist, das ist kein Anlagehorizont, um großartig auf Sicherheit zu verzichten. Wenn ich weiß, meine Risikobereitschaft ist einfach extrem gering, dann muss ich zugunsten der Sicherheit auf Rendite verzichten oder ich bewege mich bewusst aus der Komfortzone heraus. Auch darauf komme ich gleich noch. Das grundlegende Vorgehen, bevor wir wirklich konkret werden, wie ich zu einer Anlagestrategie komme und welche Faktoren ich berücksichtigen sollte. Es gibt eigentlich grob gesagt 3 Stufen, die ich gehe. Die unterste Stufe, ganz klassisch, ist einfach das Thema Risikoabsicherung. Das hat überhaupt nichts mit Kapitalanlage zu tun, auch nichts mit Vermögensaufbau. Da geht es insbesondere um 2 Extremrisiken. Berufsunfähigkeit, also Absicherung der eigenen Arbeitskraft. Das mal als allerersten und wichtigen Punkt. Denn für die meisten Personen, gerade diejenigen, die sich vielleicht noch im Vermögensaufbau befinden, ist der größte Vermögenswert ja nicht der, mit dem man sich vielleicht sogar viel beschäftigt, weil es einem Spaß macht, Börsennachrichten zu lesen oder, ich weiß nicht, die neuesten Fonds herauszusuchen, also das Depot. Sondern der größte Vermögenswert für die meisten ist ja die Arbeitskraft und das Geld, das ich sozusagen über die nächsten Jahre meines Arbeitslebens noch erwirtschaften werde, das sogenannte Humankapital, also der heutige Wert meiner zukünftigen Arbeitseinkommensströme. Und eine Berufsunfähigkeitsversicherung gehört zu den wenigen wirklich sinnvollen Versicherungen, denn wenn ich überlege, gerade bei Akademikern, wie lange einfach auch Zeit, Geld, Opportunitätskosten in die Ausbildung investiert wurde, ist eben einfach eine Berufsunfähigkeitsabsicherung ein sehr, sehr wichtiges Mittel. Insbesondere eben seitdem, das höre ich an dieser Stelle auch, meine Eltern haben gesagt, das braucht man nicht. Ja, für gewisse Personen, Gruppen gilt das auch, aber eben mit gewissen gesetzlichen Änderungen hat
der hat sozusagen der Staat dieses Thema Arbeitseinkommensabsicherung, Berufsunfähigkeitsabsicherung in die private Sphäre verlagert. Das heißt, nur weil Eltern, Großeltern das nicht gemacht haben, heißt es nicht, dass man es heute nicht tun sollte. Denn es gibt einfach heute nur noch eine Erwerbsminderungsrente oder Erwerbsunfähigkeitsrente, aber keine Berufsunfähigkeitsabsicherung von staatlicher Seite. Eine zweite sehr, sehr elementare Risikoabsicherung ist das Thema Risikolebensversicherung, gerade bei jungen Familien, gerade hier auch wieder das Thema, wenn, so ist es ja eben einfach häufig noch, die Frau nicht die Hauptverdienerin ist in der Familie, sondern eben der Ehemann und man hat vielleicht eine Finanzierung für eine Immobilie abgeschlossen, dann sind Risikolebensversicherungen auf jeden Fall ein kostengünstiges, aber sehr effizientes Mittel, um dieses Extremrisiko des Todes des Hauptverdieners abzusichern. Ich komme auch gleich dann am Ende der Präsentation nochmal dazu, worauf ich auch hier achten sollte, denn auch hier gibt es Fallstricke. Aber gerade das ist ein Thema, wenn die Frau vielleicht zu Hause ist, es sind Kinder da, sie kann nicht voll arbeiten gehen, da ist eine Risikolebensversicherung einfach ein gutes Mittel, um im Falle des Todes ein gewisses Kapitalpolster zu schaffen und gerade auch die Finanzierung beispielsweise für eine Immobilie abzusichern. In einem nächsten Schritt, auch das hat noch nichts mit Kapitalanlage zu tun, geht es natürlich um die Rücklage. Also das Thema völlig klar, Tagesgeldkonto. Eine Rücklage ist Geld auf dem Tagesgeldkonto und nirgendwo anders. Denn sie muss verfügbar sein, sie muss sicher sein. Ich habe es ja eben gesagt, es ist eben einfach so, da muss man dann zu Ungunsten sozusagen der Rendite verzichten. Deswegen sollte die Rücklage gerade in den heutigen Tagen auch nicht besonders hoch sein oder beziehungsweise nicht höher sein als unbedingt nötig. Das ist eine sehr persönliche Entscheidung. Das kommt eben auch auf die Risikobereitschaft an. Manche fühlen sich mit dieser typischen 3-Monats-Gehälter-Regelung wohl. Für andere müssen es eben 20.000 Euro sein, weil sie sonst nervös werden. Das kommt natürlich auch auf den Lebensstil an. Aber die Rücklage ist ganz klar das, was unbedingt nötig ist, aber die gehört aufs Tagesgeldkonto. An dieser Stelle ganz kurz die Anmerkung. Hier befinden wir uns dann eben im Thema Einlagensicherung. Je nach Lebensstil, das habe ich ja gesagt, grundsätzlich gehe ich aber nicht davon aus, dass die Rücklage die 100.000 Euro wirklich deutlich knackt, weil dann muss man einfach sagen, das wäre dann schon ein exorbitanter Lebensstil. Aber sollte das der Fall sein, eben einfach beachten, Tagesgeldkonto, Barbestände auf Tagesgeldkonten unterliegen eben einfach der Einlagensicherung. Das heißt, hier eventuell eine Streuung über verschiedene Banken und Sicherungssysteme vornehmen. Jetzt kommen wir eigentlich zum interessantesten Teil und dem, bei dem es auch am meisten Gestaltungsmöglichkeiten gibt. Das ist dann sozusagen die oberste Spitze, nämlich die Kapitalanlage und der Vermögensaufbau. Darum geht es ja eigentlich bei den meisten Fällen, aber dennoch ist es mir trotzdem wichtig, einfach hier nochmal darzulegen, wie gehe ich denn eigentlich vor, was sind denn eigentlich die Schritte, die ich gehen muss, bevor ich mich überhaupt mit dem Thema Kapitalanlage und Vermögensaufbau beschäftigen kann.